herzlich willkommen zu dieser GTA-Folge. Ich bin Cedric Essos, meine lieben Freunde, und wir tun heute mal einen Krankenwagen stehlen und gucken, was mit der Bevölkerung der Stadt so passiert. Viel Spaß! Wenn man hier mit E kann man ja das anmachen und ausschalten. Und da bleiben die stehen und lassen einen vorbei. Wie großherzig ist das denn, obwohl man den geklaut hat, ne? Weil die NPCs ja nicht wissen, dass wir das waren. So, jetzt sind wir hier bis irgendwo hingefahren. Jetzt möchte ich aber gerne wieder zurück. Achtung, nicht überfahren. So. Mal kurz mein Fenster zumachen. Upp, das war knapp. So, sind wir wieder da. So, musste ich mich mal ganz kurz hier konzentrieren. Ich habe hinten keine Tür mehr. Dankeschön fürs Vorbeilassen. Sind wir verkehrt rum raufgefahren? Sollen wir mal ganz kurz hier auf die andere Spur irgendwie kommen? Ja, danke. Super. Uiuiuiui. Uno momento. Geht gleich weiter. So. Ja, fahr noch in mich rein am besten. Mal sehen, ob mir jetzt bis oder das muss ich mir eigentlich mal markieren. Ich sehe es gerade im Hintergrund. Wo ist Meriwether? Das ist doch hier. Hier ist Meriwether. Hier ist der Tunnel, genau. Genau, einfach nur geradeaus fahren. Bäm. Wenn es kein Licht ertönt, dann geht ja nicht rüber, ne? Mensch, Mensch, Mensch. Hehe. Das ist lustig. So, 2 Kilometer. Ist auch easy peasy zu fahren. Geht auch rucki zucki. Holz hier noch drüber. Dankeschön. Und da vorne ist Meriwether. So, das ist mein Ziel, dort irgendwie reinzukommen.
und uns da was zu holen. Welche Richtung willst du denn? Oh. Mensch, Mensch, Mensch. Oh, wir fahren hier rüber. Fahren hier raus. Hier wieder drauf. Und geben Gummi. Und komm mal hier rüber. Naja. Komm. Und wieder runter. Da müssen wir mehr Anlauf nehmen. Mit mehr Anlauf geht's, glaube ich, dann. Der ist gerade hinten reingefahren. Und schon wieder. Die bleiben alle stehen, das finde ich super. Nicht so Speedrennen. Ernsthaft, jetzt hat mich irgendwas wieder ausgebremst. Lenken. Ich muss auf jeden Fall ja mal bessere Optionen finden. Wie man da leichter drüber kommt, über den Berg da oben, das wird schwieriger werden, aber ich glaube, wenn wir hier reinfahren, könnte das lustig werden. Hier können wir nämlich auch ein bisschen beschleunigen. Jetzt auch nicht so die Welt. Also, das ist auf jeden Fall machbar, ich hab's schon gesehen. So. Ja. Es ist machbar. Wir haben es jetzt auch gerade fast geschafft. Oh, da spawnt auf einmal ein Auto, ja? So. Lass mal den Zaun umruppen und jetzt fahren wir nur gerade. Auch ein bisschen lenken, weil da ein Baum ist. Und Hebba. Nee, das wird nicht. Ich werde mir jetzt ein anderes Auto holen. Aber erstmal hier. Ja, bleib stehen. Mit V, oder? War das mit V? Verschiedene Versionen, genau. Hier rein. Genau. Los Santos Fire Department. Ah, das ist ein Feuerwehrwagen. Das ist gar kein Krankenwagen. So, kommt man jetzt hier einfach rein. Okay. Warte, aber ich kann ja noch mal leicht anfahren. Genau. Vielleicht erkennt ja der eine oder andere, wo wir sind. Screenshot. Bam. Jetzt fahre ich mir in die Seite rein. Geht das schon als Merry-Wetter, wenn ich die Schranke durchbreche? Und hier drüben kommt mir auch nirgends rein, ne? Muss es vielleicht ein bisschen leiser angehen, das Ganze? So,
das war der Berg, oder? Ne, das war der Berg. Der Berg ist das. Das ist ja easy peasy, da drüber zu kommen. Selbst mit dem Teil. Habe ich easy peasy gesagt. Erstmal ist es schwer, dort hochzukommen. Komm, gib Gummi. So, ja. Ja, und Absprung. Hui! 4 Sterne. Wo sind die Jets? Oh. Hier sind die Jets. Oh, Panzer. Und ausweichen. Und ausweichen. Nicht hängen bleiben. Nirgends hängen bleiben. Nirgends hängen bleiben. Oh, Panzer. Schade, meine lieben Freunde. Schade, Schokolade. Aber wir haben es geschafft. Wir sind dort reingekommen. Damit würde ich sagen, ist die Mission erfolgreich auf jeden Fall beendet. Wir hätten zwar noch einen Jet holen können oder so einen Militärhubschrauber, aber das reicht jetzt, glaube ich, fürs Erste. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.